Nachhaltig sein Geld anzulegen ist immer noch eine große Herausforderung, aber es ist zu schaffen, das auf jeden Fall. Und wie das gehen kann, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Claudia Müller, Ex-Bundesbankerin und Expertin für nachhaltige Geldanlagen. Claudia, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Claudia und ich, ganz kurz zur Erklärung, wir duzen uns, weil wir uns bei verschiedenen Bloggertreffen auch schon kennengelernt haben und weil uns etwas auch verbindet, das sind Frauen und Finanzen. Claudia, du hast ja das Female Finance Forum gegründet. Erzähl uns doch in 3, 4 Sätzen, was du konkret im Female Finance Forum machst und warum du es machst. Gerne. Also im Female Finance Forum, das ist im Prinzip eine Bildungseinrichtung. Das heißt, ich bilde eben Frauen zum Thema Finanzen aus, angefangen von meiner inneren Einstellung zum Thema Geld, über wie erstelle ich mir ein gescheites Budget für mein eigenes Geld oder wie gehe ich mit meinem Geld besser um, zu welche Möglichkeiten der Anlage habe ich eigentlich und dann eben wie investiere ich an der Börse, wie setze ich das alles um. Das heißt, mir geht es immer darum, dass die Frauen für sich selber die richtige Entscheidung treffen und diese Entscheidung dann auch umsetzen können. Mir geht es, ich verkaufe keinerlei Produkte oder Sonstiges, sondern ich bin wirklich, also es geht mir um die Bildung. Und ich habe das gemacht, weil ich bei der Bundesbank, war ich zuständig für das Thema nachhaltige Geldanlage und habe dann gemerkt, dass ich einfach gerne auch auf der individuellen Ebene mit den Menschen direkt arbeiten möchte. Und so bin ich dahin gekommen, das Female Finance Forum zu gründen, eben weil es auch, also weil ich auch bei der Bundesbank eben gesehen habe, finanzielle Bildung ist zum Beispiel auch wichtig für finanzielle, also für die Stabilität des Systems. Aha, und, genau. Das heißt, das hat viele, viele Implikationen. Für mich ist Geld einfach ein Hebel, sowohl für die einzelnen Frauen, die dadurch selbstbestimmt leben können, als auch dadurch, dass diese Frauen eine Vorbildfunktion übernehmen für ihre Kinder, für ihre Töchter, für ihre Freundinnen und dass diese Frauen dann eben wiederum das ganze System stabiler machen können und nachhaltiger, wenn sie dieses Wissen umsetzen. Womit wir genau bei deinem Thema wären, wie bist du denn auf das Thema nachhaltige Geldanlage gekommen? War das schon immer so ein Steckenpferd in deinem Studium oder hat irgendwann mal ein Chef zu, oder eine Chefin zu dir gesagt, hier, mach mal das Thema, Claudia. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also ich würde sagen, das Thema ist eher zu mir gekommen. Ich wollte immer in die Entwicklungszusammenarbeit. Und darauf habe ich hingearbeitet, bis ich ein Praktikum da gemacht habe und mir gedacht habe, ach nee, möchte ich doch nicht. Und hatte dann eben diesen Gedanken, Geld ist Macht. Money makes the world go round. Ich möchte dafür sorgen, wenn das so ist und wenn unser System eben irgendwie doch von Geld regiert wird oder Geld eine wichtige Funktion hat, dann möchte ich dafür sorgen, dass alle Menschen gleichen Zugang zu diesem Geld haben. Und da war die Zentralbank eine wichtige Stelle für mich. Und bei der Zentralbank, also der Bundesbank, war ich in der Abteilung, die sich mit dem internationalen Geldsystem beschäftigt, also der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken und auch die G7 und die G20. Und Deutschland hatte 2017 den Vorsitz der G20, also der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Und in dem Kontext war Green Finance, also nachhaltige Geldanlage, ein Thema. Und da war es dann ehrlich gesagt so, dass meine Chefin gesagt hat, hier, spannendes Thema, Claudia, mach mal. Und ich fand das Thema super spannend, das wollte niemand bei uns im Haus machen oder nicht so viele Leute. Ja. Aber ich war total glücklich damit und habe gesagt, super, mache ich. Und damit war ich bei allen G20-Veranstaltungen mit dabei, damit habe ich viel gesehen irgendwie in diesem G20-Jahr und auch in der Vorbereitung. Und für mich war es also wirklich das, was mich dann total begeistert hat und wo ich auch ursprünglich die Idee der Selbstständigkeit zu hatte. Also ich habe mir gedacht, den Leuten beibringen, den Individuen beibringen, wie sie ihr Geld nachhaltig anlegen können. Das möchte ich machen. Mhm. Und dann ist mir aber im Gespräch eben immer wieder klar geworden, nachhaltige Geldanlage
funktioniert erst, wenn die Leute verstanden haben, wie Geldanlage funktioniert. Das heißt, ich muss erst die Grundlagen verstanden haben und dann ist die Nachhaltigkeit sozusagen das i-Tüpfelchen obendrauf. Ja, genau. Das ist auch das, was ich bei meinen Recherchen festgestellt habe. Ich beschäftige mich auch seit etwa 10 Jahren mit grünen Geldanlagen, also grünen Geldanlagen, so der Oberbegriff als Journalistin. Und ich habe jetzt durch meine Recherchen auch festgestellt, man muss oder Frau muss wirklich deutlich noch eine Schippe drauflegen an Anlagewissen, auf das zusätzliche Anlagewissen, um sich mit nachhaltigen Geldanlagen wirklich bewusst und informiert auseinanderzusetzen. Was ich aber auch finde, dass das dann ein hohes Frustpotenzial beinhaltet, weil es so viele Winkelzüge gibt, weil ja nichts großartig standardisiert ist. Deshalb, Claudia, wenn ich jetzt als Frau, ich habe schon ein gewisses Anlagewissen und ich möchte aber gern mein Geld tatsächlich nachhaltig anlegen. Wo würdest du sagen, fange ich zuerst an, entweder mich zu informieren oder mir selber Gedanken zu machen? Was ist für dich dann der erste Schritt, wenn ich noch Nachhaltigkeit draufsatteln will? Der erste Schritt ist definitiv bei mir selber, nämlich bei der Frage, was bedeutet für mich denn eigentlich Nachhaltigkeit? Das heißt, es fängt ja schon damit an, dass zum Beispiel für die Deutschen Atomenergie definitiv nicht nachhaltig ist. Für die Franzosen ist das die grünste Energieform, die wir eigentlich haben. Das heißt, da muss ich mir für mich selber überlegen, was sind meine Ansprüche an Nachhaltigkeit? Heißt es eben ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit? Ist es die Unternehmensführung? Ist es die Industrie? Also wie schlimm finde ich Rüstung? Wie schlimm finde ich Tabak? Wie schlimm finde ich Alkohol? Das sind häufig so die Industrien, die als erstes quasi aussortiert werden. Aber da eben für mich selber erstmal die Frage, was möchte ich eigentlich und wo bin ich bereit, eventuell Kompromisse einzugehen oder auch nicht. Und dann sollte ich zuallererst bedenken oder wissen, dass meine Konsumentscheidungen viel mehr Gewicht haben als meine Investitionsentscheidungen. Also wenn ich mich bewusst dafür entscheide und wenn wir alle uns dafür entscheiden, zum Beispiel keine Autos mehr zu kaufen, dann ist das für die Autoindustrie ein viel stärkeres Zeichen, als wenn wir jetzt irgendwie beschließen, dass wir unseren kleinen Anteil, der aus unserem ETF-Sparplan sonst in die Autoindustrie fließen würde, jetzt woanders hin, also woanders zu investieren. Mhm. Das heißt, das ist das allererste, schon mal klar zu sein, wo ist mein größter Hebel? Und was bewirke ich damit? Also ja, manchmal wird das auch so ein bisschen als Gewissenserleichterung oder so gehandhabt. Mhm. Und da einfach schon mal zu wissen, okay, was ist denn eigentlich mein Ansatz? Was wäre dann der nächste Schritt? Also wenn ich mir jetzt tatsächlich klar geworden bin, ich möchte zum Beispiel keine Atomkraftwerke oder Glücksspiel ausschließen oder ich möchte auch keine Autoindustrie zum Beispiel drin haben in meinem Aktienpaket oder meinem Anlagepaket. Wie geht's dann weiter? Was wäre dann für dich so der nächste Schritt? Es gibt zum Beispiel, also einfach definitiv nochmal weiter einlesen. Es gibt zum Beispiel das Forum Nachhaltige Geldanlage. Da kann man sich gut informieren, da kann man auch verschiedene Kriterien ansetzen. Ähnlich auch bei der Seite Just ETF, wenn es um ETFs geht, da kann man auch Kriterien ansetzen und dann eben schauen, okay, inwieweit werden diese Kriterien dann erfüllt oder nicht. Es hilft immer nochmal, also gerade wenn es um ETFs geht, dann wirklich konkret in den Fonds reinzuschauen und zu gucken, okay, welche Unternehmen sind denn tatsächlich da drin? Denn nur weil Nachhaltigkeit, Sustainability irgendwie sowas draufsteht, heißt es nicht, dass das unbedingt auch eben meine persönlichen Prioritäten, so wie ich sie entwickelt habe, dann auch erfüllt. Ja, genau. Das ist nämlich, wenn wir dann in die Fonds direkt reinschauen, also zum Beispiel in ETFs, in die börsengehandelten Indexfonds, dann zeigt sich ja erstmal das Anlageuniversum, was dahinter steht, weil das ist nämlich ja teilweise ganz anders als in den quasi normalen Indizes, weil für manche werden ja extra Indizes aufgelegt. Ich fand das sehr irritierend. Ich habe auch bei Just ETF geschaut da gibt es ja Indexfonds, für die extra Indizes aufgelegt und zusammengestellt wurden. Und da fragt sich Frau dann schon, was ist daran nachhaltig?
halte ich. Ne? Mhm. Also das ist ja auch, finde ich, so eine Schwierigkeit. Frau muss genau hinsehen. Oder wir müssen wirklich genau hinsehen. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist eben, aber also das ist ja eigentlich auch gut, weil es Eigenverantwortung ist. Und das ist das Hauptproblem, oder das Problem liegt ja schon daran, dass es eben, wie gesagt, keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit gibt. Die EU arbeitet daran, an einer einheitlichen Definition auch explizit für den Finanzsektor. Das heißt, vielleicht kommen wir irgendwann zu einer Definition davon. Aber momentan gibt es die noch nicht. Und man muss auch sagen, dass es bislang keine Fonds, keine ETFs gibt, jedenfalls nicht nach meinem Wissen, die tatsächlich alle Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen, so wie ich sie zum Beispiel als nachhaltig empfinden würde. Mhm. Also man hat eigentlich immer dann noch gewisse, manchmal die Automobilindustrie mit drin, manchmal auch dann eben zum Beispiel Ölunternehmen, wenn die auch eine große Sparte an erneuerbaren Energien haben oder so. Das heißt, das muss ich mir überlegen. Bin ich bereit, ExxonMobil zu finanzieren, weil sie ja auch den erneuerbaren Energien teilhaben oder nicht? Mhm. Und wenn ich das nicht bereit bin, oder bin ich, Nestle ist zum Beispiel auch ganz häufig relativ weit vorne mit dabei in diesen Fonds, weil sie einfach als Durchschnittswert gar nicht so schlecht sind. Die sind vielleicht in einigen Bereichen schlecht, können das aber kompensieren, dadurch, dass sie in anderen Bereichen wiederum besser sind. Mhm. Und da muss ich mir eben überlegen, wo ist meine persönliche Schmerzgrenze, meine rote Linie, die ich nicht überschreiten möchte. Und meiner Erfahrung nach, wenn ich wirklich alle Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllt haben möchte, also es soll ökologisch nachhaltig sein, es soll sozial sein, es soll gute Unternehmensführung haben, es soll transparent sein und so weiter, dann muss ich eigentlich in einen aktiven Fonds gehen, mhm. weil es bislang keine ETFs gibt, die das tatsächlich, die wirklich dunkelgrün sind. Bei ETFs bleiben wir immer im hellgrünen Bereich. Ja, genau. Also das ist auch meine Erkenntnis, dass in den ETFs, in den Indexfonds tatsächlich Frau Kröten schlucken muss, ne? Wirklich Kompromisse eingehen muss. Allerdings sind die ETFs natürlich eine kostengünstigere Variante. Bei den aktiv gemanagten Fonds, die GLS Bank legt ja verschiedene aktiv gemanagte grüne Fonds auf. Die kann man ja auch ganz genau sich anschauen, welche Unternehmen dann da drin sind. Mhm. Die sind aber relativ teuer. Mhm. Ist das für dich, du sagst, also wenn man wirklich ganz streng das haben will, dann kommen wir tatsächlich nicht um aktiv gemanagte Fonds rum. Und lohnt sich das dann eigentlich auch von der Anlage her, wenn ich da 5% Ausgabeaufschlag habe und relativ hohe ständig laufende Kosten? Wie ist denn das dann von der Renditebilanz her? Der Fonds selber, also nachhaltige Unternehmen sind im Schnitt nicht weniger rentabel als nicht nachhaltige Unternehmen. Da gibt es genug Belege und Studien, die das zeigen. Das Problem sind, genau wie du sagst, die Kosten. Das ist auch relativ egal, ob ich zur GLS Bank gehe oder zur Triodos Bank oder zur wohin auch immer, auch nachhaltige Vermögensverwalter. Die sind einfach teurer, eben weil sie aktiv sind. Und das schluckt natürlich unsere Rendite oder das schmälert unsere Rendite. Das heißt, man kann sich auch überlegen, ob man eine Mischung nimmt, ob man sagt, okay, ein Teil meines Geldes geht irgendwie ganz bewusst in die aktiv gemanagten nachhaltigen Fonds, ein anderer Teil geht irgendwie ganz bewusst in, ich sage jetzt mal, einen breit gestreuten ETF. Kostengünstig und so habe ich sowohl irgendwie auch das Signal, ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, das Signal, das wir senden, wenn wir zum Beispiel nachhaltig investieren. Ich glaube, dass das schon ankommt, wenn die sehen, die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr, dann werden sich auch die Konditionen verbessern. Mhm. Und dann aber eben auch den herkömmlichen breit gestreuten ETF, der mir einfach die sichere Rendite bringt und bei niedrigen Kosten und ich da das als Basis habe.
Du beobachtest es ja auch schon eine ganze Weile und ich arbeite auch schon ja seit über 10 Jahren mit diesem Thema. Es ist aber immer noch ein Nischenthema, obwohl es doch jetzt schon eine ganze Weile, ich sag mal, virulent ist, auch bei den Banken, bei den Fondsmanagern. Warum, ich sag mal salopp, kommt das Thema nicht aus dem Quark? Im Moment habe ich das Gefühl, es ist tatsächlich in vieler Munde. Nachhaltige Geldanlagen, die Kriterien werden auch strenger. Es werden tatsächlich in den letzten 3 Jahren sind ganz viele ETFs aufgelegt worden in diesem Bereich. Ja. Siehst du jetzt erst so einen richtigen Schwung oder ist das, ich sag's mal auch salopp, jetzt gerade mal ein Modethema und dann versandet das so wieder? Was ist deine Einschätzung? Meine Einschätzung? Ich bin ein optimistischer Gutmensch. Ich glaube, dass das Thema jetzt erst richtig kommt. Ich glaube, dass das, was wir jetzt als nachhaltig bezeichnen, in 20 Jahren Mainstream ist. Das ist genauso wie mit dem Klimawandel. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass er kommt und trotzdem handeln wir nicht. Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Also zumindest der ökologische Teil der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Geldanlage, geht ja ganz viel um Klimaschutz oder um Umweltschutz. Und da besteht einfach keine Frage, dass wir da aktiv werden müssen. Der Druck wird höher und deswegen wird das jetzt meiner Meinung nach noch zunehmen und irgendwann Mainstream sein. Okay. Und ich glaube nicht, dass das eine Modeerscheinung ist, sondern ich glaube, dass das genau das ist, wo wir hin müssen und deswegen hoffentlich auch hingehen werden. Der Überlebenstrieb der Menschheit ist relativ stark und deswegen denke ich, dass wir da durchaus noch aktiver werden und dass eben, wie gesagt, die Nachhaltigkeit in 20 Jahren spätestens Mainstream ist. Und nicht mehr die Mode. Wenn wir zum Beispiel einen ETF, einen nachhaltigen ETF auswählen, was wären dann so deine 2 oder 3 Kriterien, auf die ich achten sollte? Weil die meisten sind ja noch relativ jung. Ja, das stimmt. Also bei den nachhaltigen ETFs geht es darum, also würde ich einfach schauen, wie lange gibt es die schon, wie groß sind die? Das sind natürlich so ein paar Kriterien, die aber, also die unabhängig von nachhaltig oder nicht gelten. Also einfach irgendwie. Ja, wie gesagt, Volumen, Alter, dann natürlich die Ausschüttungsart und solche Sachen, was ist denn da eigentlich meins? Und dann ganz genau hinschauen, wo sind die aufgelegt, aber auch wo liegen die Unternehmen? Das heißt, wie zuverlässig ist vielleicht auch einfach die Berichterstattung? Und eben schauen, was verstehen die denn eigentlich unter Nachhaltigkeit? Gibt es so eine Größenordnung, wo du sagst, also es sollte mindestens 50 Millionen im Fonds liegen oder 100 oder 500? Oder sagst du auch, na, auch 5 Millionen gingen? Nö, ach, ich orientiere mich da an Gerd Kommer, der ja sagt 100 Millionen so als Richtgröße. Und da an dem orientiere ich mich eigentlich. Ja. Ja, Kommer hat mir gegenüber in einem Interview auch gesagt, für ihn ist das ein Modethema. Stimmt aber dann mit dir im Grunde. Ja, mit dem würde ich ja gerne mal diskutieren. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr gar nicht so weit auseinander liegt. Denn Kommer sagt auch, und es liegt ja auch auf der Hand, sich nachhaltig zu konsumieren, hat den stärkeren Einfluss. Ja. Und ich denke, er meint damit aber auch, dass nach und nach das einfach Standard in den anderen ETFs dann auch wird und irgendwann das normal ist. Also ich glaube, er formuliert es vielleicht drastischer, aber ich könnte, also wenn ich seine Argumentation zu Ende denke, dann läuft es auf eine ganz ähnliche Argumentation wie deine hinaus. Aber er sagt im Moment, es ist ein Modethema. Genau, ich glaube, also prinzipiell stimme ich ihm natürlich zu. Ich würde eben nur sagen, ich möchte gerne vor der Welle mit dabei sein und das Richtige jetzt schon tun. Und er würde wahrscheinlich sagen, wart doch einfach, bis die Welle einmal drüber gegangen ist und dann geht den geebneten Weg. Ja, aber die Zukunft ist auch jetzt. Und deswegen. Genau. Und wir können die Zukunft prägen. Und vielleicht kommt die Zukunft dann schneller, wenn wir mit dabei sind. Ja, genau. Ich denke, das ist für viele auch oder für viele Frauen und die auch gerne da anlegen wollen, nachhaltig, bestimmt auch ein Punkt. Ja. Wie, ja, hältst,
Wie hältst du es denn, oder was wäre deine persönliche Empfehlung aus deinen Erfahrungen? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Tatsächlich aufteilen in kostengünstige ETFs und vielleicht auch einen aktiv gemanagten Fonds, der teurer ist, oder doch sich lieber für eins entscheiden? Oder wie entscheide ich das für mich, wenn für mich persönlich? Was wäre da so dein Hebel oder dein Entscheidungskriterium, wenn ich sage, wenn ich wenig Geld habe, gehe ich lieber einen kostengünstigen ETF. Wenn ich nicht ganz so hingucken muss, dann lieber auch ein bisschen mit aktiv. Könntest du da so eine bisschen Messlatte geben? Messlatte konkret finde ich ganz schwierig, aber im Prinzip genauso wie du sagst. Wenn ich 25, 50 Euro im Monat habe, dann sollte ich die nicht aufteilen, noch irgendwie zwischen einem ETF und einem aktiven Fonds, selbst wenn das machbar wäre. Also das würde ich einfach sagen, nimm das Geld und investiere es so kostengünstig wie möglich. Ich habe da gerne ein Zitat von Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf sagt, wer stark ist, muss auch gut sein. Finde ich ein großartiges Zitat. Und ich verändere das immer ein bisschen und sage, nur wer stark ist, kann es sich leisten, gut zu sein. Das heißt, nur wer finanziell auf stabilen Beinen steht, der kann es sich leisten, dann auch gut zu sein oder andere weiterzugeben. Das heißt, erst müssen wir für uns sorgen. Und das ist die Grundlage mit unserem breit gestreuten ETF. Ja. Und wenn die Grundlage gut und sicher stabil liegt, dann können wir aufbauen und auch weitergeben. Und das heißt, ich habe angefangen mit einem MSCI World, der Klassiker. Und dann habe ich einen nachhaltigen ETF dazugenommen. Und dann habe ich noch einen nachhaltigen, aktiven Fonds dazugenommen, der wirklich nachhaltig ist. Aber um erstmal reinzukommen und anzufangen, würde ich tendenziell den breiten ETF empfehlen. Es sei denn, ich sage wirklich, nee, will ich nicht. Und ich möchte nur eins und das soll dann eben wirklich bei einer nachhaltigen Bank zum Beispiel sein. Ist auch völlig in Ordnung, aber so oder so sollte erst ich selber auf stabilen Beinen stehen und dann kann ich anfangen, für andere zu sorgen. Und das ist egal, ob die anderen in dem Fall eben die Umwelt ist oder ob das auch beispielsweise meine Kinder sind. Also es ist auch so eine Frage, ganz häufig kommt die Frage, wie kann ich für meine Kinder vorsorgen? Und dann kommt von mir als erstes die Gegenfrage, wie hast du für dich selber vorgesorgt? Und erst wenn deine Vorsorge stimmt, dann kümmern wir uns um die Vorsorge für deine Kinder. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis, das finde ich auch, ja. Okay, also du sagst, nachhaltige Geldanlage ist machbar, auch wenn ich so ein bisschen frustriert vielleicht bin angesichts der ganzen Kriterien von Social Investment und diesen SEG, Social Environment Governance Regeln. Genau. Weil das ist schon sehr, sehr durcheinander, finde ich auch. Im Netz ist es durcheinander und ehrlich gesagt, hast du einen Buchtipp dazu, wo man sich vielleicht auch einlesen kann? Ich habe irgendwie kein Buch wirklich gefunden. Internetseiten mal hier und da, aber so richtig, so ein straightes Werk kenne ich nicht. So ein richtig straightes Werk kenne ich auch nicht. Ich habe eins auf dem Schreibtisch liegen, aber da habe ich noch überhaupt nicht reingeguckt, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Und es ist tatsächlich, also für mich ist das Forum Nachhaltige Geldanlage und der Eco-Reporter. Das sind so die zwei Quellen, die ich irgendwie am zugänglichsten finde. Und dann eben die jeweiligen Banken. Also in Deutschland sind die größten nachhaltigen Banken sind die GLS-Bank, die hattest du ja schon erwähnt, die Triodos-Bank, die Umweltbank und die Ethikbank. Und dann natürlich irgendwie so einige andere, aber eher Spezialseiten. Also ich würde erstmal so auf diesen größeren bleiben. Stiftung Warentest hat auch zum Beispiel der Finanztest, ein Heft zum Thema nachhaltiges Investieren rausgebracht, nachhaltige Geldanlage. Wobei man da auch sagen muss, auch bei den Empfehlungen, schaut genau rein und guckt, ob das mit eurer persönlichen Definition von Nachhaltigkeit übereinstimmt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer noch eine Gefahr ist, dass man tatsächlich dem Greenwashing aufsitzt oder zum Beispiel überzeugt ist von Windenergie und dann in einen Windpark sein Geld anlegt, aber da wird man ja Unternehmerin und das ist also ein wirklich unternehmerisches Investment mit keinerlei Risikostreuung. Wie schütze ich mich davor? Also da auch, das ist ganz wichtig. Im Prinzip, wir haben ja bei der Geldanlage immer das magische Dreieck der Geldanlage, nämlich Rendite, Liquidität und Risiko bzw. Sicherheit. Und eigentlich ist die Nachhaltigkeit fast noch eine vierte Ecke. Das heißt, aus dem Dreieck wird ein Viereck. Und ich sollte nicht vergessen, also Risikostreuung ist der Faktor, mit dem ich irgendwie besser die Dreiecken und oder dann Vierecken unter einen Hut bringen kann. Und ich sollte nicht vergessen, also wenn ich in die Nachhaltigkeit, auf die Nachhaltigkeit achte, die anderen Dreiecken nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und das ist ganz wichtig. Das ist genau das, was du sagst. Eben dann denke ich mir, super, hier erneuerbare Energien. Damit bin ich aber total, ist meine Risikostreuung verloren gegangen, meine Diversifizierung. Und das sollte eben auch nicht der Fall sein. Genau, denn weil dann all mein Geld zwar dann nachhaltig investiert habe, aber es dann verloren, ist auch niemandem geholfen. Genau, weil dann das Verlustrisiko tatsächlich überproportional ansteigt. Ne? Ja. Wenn wir uns so nur auf ein, zwei tatsächlich Einzelinvestments fokussieren. Genau, Einzelinvestments oder auch einzelne Branchen würde ich nicht machen. Das ist eben genau der Vorteil von ETFs, dass ich über viele Branchen, über viele Regionen hinweg einfach simpel investieren kann. Und das ist ja auch bei einem aktiven Fonds der Fall, vielleicht nicht ganz so groß, aber auch. Und das sollte ich nicht, diesen Vorteil sollte ich nicht leichtfertig aus der Hand geben. Ja. Okay, Claudia. Und wie ich sehe oder wie wir gehört haben, du investierst auch dein Geld nachhaltig. Auf jeden Fall. Ganz ja. Okay. Ich habe es, wie gesagt, so geschichtet mit der Grundlage, die erstmal, wo ich angefangen habe, nur für mich, ohne auf die Nachhaltigkeit zu achten. Und dann bin ich immer nachhaltiger geworden in meinen Investitionen. Ja. Okay, prima. Dann nehme ich das als Schlusswort. Ich danke dir für den Einblick und für die vielen interessanten Hinweise und Tipps. Und ich bedanke mich und wünsche dir noch viel Erfolg, auf dass die Frauen immer mehr finanzen können. Ne? Dankeschön. Ja. Dir auch. Tschüss.